Also, wer wird Nachfolger des VfB Stuttgart 2009? Acht. Ausrutscher und jetzt Überzahlspiel. Es kann ein bisschen gehen, dann querlegen. Ist gut gespielt und wieder ist es Paczynski. Ja, der ist ja unglaublich. Von wegen, der hat das Höschen gewechselt. Der trifft und trifft und trifft. Ich habe gar nicht mitgezählt, aber er hat ja vorhin zwei gemacht, jetzt eins, dann wären es drei. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob er in der Vorrunde auch schon getroffen hat. Nico Paczynski. St. Pauli genau zum richtigen Zeitpunkt in Top-Verfassung. Halbfinale und wie es sich jetzt hier im Moment andeutet, auch im Finale. Also er hat drei Treffer, kommt gerade noch mal die Information. Macht er noch eins, ist er gleich mit Mike Hanke von Borussia Mönchengladbach, der viermal im Turnier getroffen hat. Ganz lässig von Kretsche. Immer wieder seine weiten Abwürfe. Da steht er natürlich auch genau richtig. Gut ausgespielt. Jetzt nochmal rüberlegen. Und Janke mit der Chance zum Ausgleich. Außenpfosten. Wäre der vierte Turniertreffer für Paczynski gewesen. Und immer wieder als Vorbereiter, da macht er wirklich ein gutes Turnier. Michel Dinzey. Wow, was für ein Strahl aus dem Fußgelenk. Dafür ist er bekannt. Jörg Alberts, aus dem Nix, einfach aus dem Gelenk hier und bumm, 1-1 und da kommt Kretsche nicht schnell genug runter. Und so ist der HSV hier wieder im Geschäft. Hertz, wunderbar gespielt und Beinlich, Doppelschlag HSV, 2-1, kalt erwischt St. Pauli. Wunderbar gespielt und Beinlich ist zur Stelle. Und so schnell dreht sich das Ding hier. So, jetzt machen die natürlich hinten dicht, ist ja klar. Hände weg da! Letzten 15 Sekunden. Weiter geht's! Ja, und jetzt ist der Deckel drauf. Denn Beinlich wird die Kugel nicht mehr hergeben. Wird das geschickt machen. Ja. Und damit ist der HSV der Sieger des Deutschen Eisfußballpokals 2015. Durch den 2:1 Erfolg im Finale gegen den FC St. Pauli.